und damit begrüße ich euch mal wieder zurück zu einer neuen Folge Colony Survival. Und ja, was haben wir in der letzten Runde gemacht? In der letzten Folge. Ich zeige euch einfach mal zumindest, woran wir zuletzt gearbeitet haben, das Ergebnis an. Wir haben die Schlange verlängert. Ich glaube, das war auch insofern ein Stück notwendig, weil, ja, die ersten Zombies schon anfingen, hier drin einzufallen. Das war nicht so gut, aber wir haben es geregelt bekommen und ja. Und haben nebenbei die Schmieden angeworfen. Das ist ja schon mal super. Und ich muss mir mal ganz kurz eben was machen. Und zwar ist 5000 die Grenze. So. Bären sollen sie hier unendlich fach ernten, aber 5000 bei den Meats ist absolute Höchstgrenze. Und ja. Hiermit wollen wir auch gleich weitermachen. Und zwar, ja. Munition wird immer krasser verbraucht, also wir produzieren sie zwar gut nach, aber es wird immer knackiger. Ach ja, ich will noch ein paar Betten platzieren. Ich müsste eigentlich noch zwei bauen, damit wir den nächsten Cup erreichen. Und zwar wäre für die Kolonie Points, brauchen wir die nächste Kapazität 2000 Punkte. Das ist nicht wenig, Jungs und Mädchen. Haben wir eigentlich schon Ziegel? Ja, 9 Stück. Ha, wir sind reich. Wir gucken, wie es aussieht. Sieht geil aus. Und das war's. Mehr passt nicht mehr. Ja, wir brauchen mehr Ziegel. Und folgedessen brauchen wir auch mehr Wachen. 2 für den Tag noch mehr. 2 für die Nacht. So, ersetzt alle Jobs. Haben wir genug Schleudern? Wir haben gar keine Schleudern. Produzieren wir die einfach. Dafür brauchen wir Blätter. Oder haben wir Blätter gebraucht? Jetzt nicht mehr. Jetzt sind wir so probi, dass wir gar keine Blätter mehr brauchen. Ist total nice. Aber schon lustig, dass immer die Grünen hier durchkommen. Jetzt sind die schon wieder hier in der letzten Reihe. Das gibt's doch gar nicht. Ich meine, die bei den hier, wie heißen die nochmal? Wieder bei der Werkbank arbeiten, die produzieren die Steine schon gut nach. Aber ganz zufrieden stellt mich der Spaß ehrlich gesagt auch nicht. Naja, gut. Müssen wir das Beste draus machen. So. Was haben wir denn eingestellt? 2000. Mama, 5000. Ich fühle mich einfach wohler damit. Die sollen erstmal nur sich um die Munition kümmern. Alles andere ist zweitrangig. Ja, Steinziege haben wir genug. Haben wir eigentlich noch bei den Jobs noch 2 Steinziege oder haben wir nur einen? Ich check mal ab. 1. Ja gut, das reicht auch komplett. Mehr brauchen wir gar nicht für unsere Belangen. Aber es liegt auch daran, dass wir auch den Mod drauf haben. Der ermöglicht das uns nämlich auch, dass wir da ein bisschen mehr Spielraum haben. Ich habe auch schon überlegt, ob ich die Bärenfelder, die Anzahl nämlich auch halbiere. Und zwar nämlich nur 2 statt 4 Felder, aber gut. Sagen wir das, so kriegen wir immerhin genug Metz zusammen und das ist auch super. Naja, eigentlich können wir diese Jobs ja auch kündigen, ne? Das heißt, wir haben dadurch 2 Arbeiter frei. So. Ja, ich war mir so insgesamt gar nicht sicher, ob die, ja. So. Ob die schiere Größe nicht auch schon, aber gut, das reicht. So, Flachskräuter. Ja, guck mal, hier können wir alle Stockrosen, hier können wir ganz schön viel machen. Ach so, das sind die voller Nacht. Ich dachte gerade, was, wie, wo gehen die, welche Leute denn jetzt hier abhauen? Ich dachte, die flüchten. Nee, sowas wie flüchten kennen unsere Kolonisten nicht. Die bleiben standhaft bis zum Tod. Also da sind sie echt gnadenlos, das ist der Hammer. Ja. Ah, wir haben auf jeden Fall wieder aufgeholt. Das sieht alles ganz gut aus. Gut, ich würde sagen, wir befassen uns mit der Forschung diese Folge. Und zwar, was machen wir denn? Wir haben Bronze-Amboss, Flachsfarmer und Wasserträger. Was machen wir denn? Wasserträger, leere Eimer, Bretter und Nägel. Okay, schaltet Wasserträger frei. Wofür brauchen wir das wohl? Gute Frage.
Oh, was können wir hier machen? Bienenzucht. Ach, du meine Güte, Bienenzucht, Eisenschmelz. Uiuiui, Kolonisierung. Was ist das denn? Milchbewaffnete von Starter-Kids. Kaffee. Kaffee? Schalte die Farbe von Kaffeebohnen zu Kaffee frei. Ach, du Schande, ist das eine gute Sache. Druckerpresse, Schriftsteller. Alte Weltkrone. Kolonie befindet sich in der alten Welt. Benötigte Technologie. Okay. Gut, das checke ich jetzt nicht, aber ist auch nicht so schlimm. Guck mal, hier Gleiter. Ein revolutionärer Transport unbedingt, um neue Länder zu erreichen. Okay. Büchsenmacher. Ja, es gibt schon eine Menge Spaß. Stahl, Blei. Ja, Salpeter. Ja, das wird alles lustig. Gut, bevor wir uns da jetzt zu sehr drin vertiefen, würde ich sagen, fangen wir an. Wir erforschen die Flachsfarmer. Dafür brauchen Bären Miet und Kupfernägel. Das muss er sich jetzt gleich holen. Habe ich jetzt angewählt? Doch. Das holt er sich jetzt und forscht. Er geht jetzt die einzelnen Forschungsdinge jetzt durch und macht das jetzt so lange, bis die Forschung durch ist. Wir können die Sache theoretisch sogar auch beschleunigen. Weil wir sowieso jetzt zwei übrig haben, könnte ich hier und... Quatsch, wo platziere ich noch ein? Hier. So. So, die forschen jetzt alle daran. Und Forschung beendet. Abschließen. Da-da-dan. So, jetzt haben wir Flachsfarmer freigestellt. Was können wir mit Flachsfarmer machen? Flachsfarmer ermöglicht uns, Flachsfarmer zu sein. Ja, toll. Tolle Bezeichnung. Dafür brauchen wir ein Feld. Jetzt fangen wir an, hier mit Feldern rumzuhantieren. Und zwar können wir jetzt hier, indem wir durch das Befehlstool auf Flachs und Kräuter, können wir hier Flachsfarmer nehmen. Und diese Flachsfarmer können ein Feld von bis 10x10 haben. So, das ist ein Feld. So, und damit das Ganze noch schön abgerundet wird, brauchen wir noch das hier und das hier. Kommt hier in der Mitte eine Kiste, da stehe ich immer gerne eine Fackel drauf. Und weil ich die Ecken auch so sehr mag, kriegen die Ecken hier auch nochmal was schön ab. So. Und das wäre das Flachsfeld. Ich weiß gar nicht, die brauchen aber auch zum Pflanzen noch was, ne? Ich weiß das gar nicht, ich muss mal eben gucken. Gibt 100 Leinsamen. Haben wir 100 Leinsamen irgendwo? Achso. Den geben wir dafür auf. Was haben wir hier? Ein Schneider. Schneiderei. Flachs. Schneiderei. Werkzeug. Maßkleider für jeder hergestellt. Okay. Ich habe das Gefühl, damit können wir neuen Spatz mit reinschalten. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. So, und du machst jetzt. Ah, guck mal, er fängt jetzt an zu pflanzen. Flachs. Das ist jetzt witzig. Und ich glaube, dieses Flachs, damit das wächst, braucht, glaube ich, 3 Tage. Ich habe manchmal das Gefühl, der Ansturm ist viel schlimmer als in der Regel. Bin mir nicht ganz sicher, warum. Aber eins weiß ich, mir gefällt der Spaß nicht. Ich platziere nochmal wach. So, besetze alle Jobs. Ja, und damit haben wir Flachsfarmer als erstes freigeschaltet. Der wird jetzt erstmal mit Flachs dahin eine Weile beschäftigt sein. Das wird dauern. Deswegen würde ich sagen, machen wir als nächstes die Forschung für Bronzeamboss. Schaltet Bronzeamboss frei, der Bronze verarbeiten kann. Ja, machen wir das mal. Zack. Die Forschung ist drin. Die beiden schnappen sich gleich was sie brauchen. So, bitte Unterstützung hier. Bitte hilft mal hier bei dieser wilden Schießerei hier. Ah, da kommt einer ja bis zur letzten Reihe durch. Das ist nicht gut. Oh, die Forschung ist abgeschlossen. Bronze-Amboss. Eine Forschung kann abgeschlossen werden. Bronze-Amboss. Okay. Also ich muss hier auf Abschied klicken und zack. Das haben wir. Oh. Den Block wollte ich da jetzt nicht platzieren. So, was können wir da machen? Schalte den Ausgrabung für Erbauer. Oh, das ist cool. Das will ich nämlich machen. Dafür brauchen wir Bronzespitzhacken. Das ist so ein Werkzeug und Bronzearbeit. Okay. Gucken wir mal. Ach, habe ich jetzt schon die Möglichkeit, Terraforming zu machen? Erbauung. Grabbereich. Ausgräber zuerst, tragischer Erbauer. Was?
Okay, spezial ausgraben. Wenn ich spezial Erbauerjob platziere, es neben einer Baufläche. Okay. Muss ich mir mal angucken. So, wir gucken mal rein. Jetzt sind hier auch neue Sachen erschienen. Müssten eigentlich, genau hier, da zum Beispiel den Bronze-Arboss. Den stellen wir mal auf 10 ein, machen, lassen wir auf niedrigste Priorität. Oder sagen wir auf 20. So, 20, zack. So. Naja, sagen wir mal auf 10, das reicht. So. Da können wir genauso gut den Ofen hier auch auf 10 einstellen. Ja, es werden natürlich die Sachen jetzt hier auch ein bisschen vernachlässigt. Weil, ja. Irgendwas ist mir hier gerade runtergefallen. Ach so, okay. Moment. Ich muss das mal kurz hier zur Seite schaffen. So. Alles klar. Und da würde ich sagen, das läuft. Ja, wie geht's mit der Zombie-Armee in der Nacht voran? Wir müssen ja auch zum Teil auch ganz schön aufpassen, dass... So, machen wir mal unsere Holzleiste voll. Das, ja. Die Gegner nicht hier so weit vordringen, ne? Ah, sieht aber auch ganz schön heavy aus. Was haben wir denn? 1190 hier Dingspunkte. Nee. Nee. Ja, ich lasse immer den dazwischen halt frei. Das ist mir ein bisschen sicherer. Ich weiß gar nicht, welche Zombie-Art als nächstes kommt. Von den Grünen weiß ich noch, aber ich weiß nicht, welche dann jetzt kam. Das weiß ich leider nicht mal aus dem Kopf. Wie viel haben wir denn? Haben wir jetzt 12 Wachen? 12. 12 Tag, 12 Nachtwache. Macht also 24 Wachen. Das ist fast die Hälfte an Kolonisten, die hier überhaupt was bauen. Überlegt euch mal. Das ist schon krass. So, und wir haben jetzt was, wo Leute jetzt ihr, ja, ihr Quatsch machen, weitermachen sollen. Ich gehe mal runter. Guck mal nach. Können wir hier jetzt an der Schmiede was machen? Nein. Aber... Den hier würde ich abbauen, den platze ich hier auf der Seite. Und dann Bronze-Armboss. Genau, dadurch können wir jetzt das hier machen. Bronze-Platte, Bronze-Axt, okay. Ja. Machen wir davon 10 und davon 10 und davon, keine Ahnung, 100. So. Ich hätte gerne noch einen so einen Job mehr davon. Und schon haben wir unser Limit mit 50 erreicht. Kolonieport. Nee, Quatsch. Ach, Quatsch. Warte mal. Da. So. Und somit, ja. Lassen wir den nächsten Spaß hier anlaufen. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist, aber da läuft ein Zombie in der letzten Reihe rum, ne? Und noch einer. Na, ich glaube, die versuchen schon zum Teil danach zu gehen hier, ja. Welcher Zombie am nächsten dran ist. Aber ich glaube, deswegen wird es auch bald dafür Zeit, dass wir den mal die nächste Waffe freischalten. Aber mal gucken. Schneiderei. Was können wir in der Schneiderei machen? Benötigt Flachsfarmer. Schneiderei. Schneiderei, Schneiderei. Schaltet Schneiderei frei. Flachs, Kupferwerkzeug und Bretter. Gut, du benötigst hier Ausgräber. Schalte Bauarbeiter, schalte Dicker frei. Das ist cool. Da freue ich mich schon drauf. Guck mal, benötigen wir auch ganz genau 10 Bronzespitzhacken. Wir können auch mal den Wasserträger jetzt machen. Dafür brauchen wir Bretter, Kupfernägel und Kupferteile. Lassen wir den das mal machen. Ah, guck mal, die Ablösung kommt. Ah, ist doch schön. Schöne Ablösung. Guck mal, 1600 haben sie ja gebraucht. Ich weiß gar nicht, wie viel für Munition wir in der Nacht gestartet sind. Aber das
eigentlich soweit ganz gut aus. Na, guck mal, wenn jetzt alle 24 Wachen jetzt da sind, hier, die räumen richtig gut auf. Oh, Forschung ist schon abgeschlossen. Das ging halt mal schnell hier. Gucken wir mal, was kriegen wir dann in den... Haben wir. Oh, die Schande, was haben wir jetzt hier? Fischen, Brotproduktion, Wasserpumpe. Die Waffe holt Wasser überall aus dem Boden, jedoch langsamer als Wasserträger. Oh. Okay, das klingt eigentlich ganz gut. Cool, ich würde sonst sagen, wir fangen Ausgräber an. Zack. Die müssen die Sprungspitzhacke ja heute noch bauen. So, und hier... Hier passiert irgendwie nichts so Spannendes. Okay. Huch, warte mal. Ah, das kann ich besser. Ich glaube, mich zu erinnern, dass es blaue Zombies waren. Also die mit den blauen Augen. Habt ihr Spitz... Ah, guck mal, Spitzhacken haben sie schon. Und die nächsten... Ah, guck mal. Ja, guck mal, dann kriegen sie die Forschung fertig. Cool. Dann schaffe ich das ja mit der Ausgrabe ja doch jetzt schon. Nice. Total gut. Das ist richtig sauber. Das wird nur mit dem Ausgraben ganz schwer. Aber irgendwie wird das schon knapp. So, Ausgrabung abgeschlossen. Zack. Was haben wir hier? Erbauer. Bauen wir 122 Ziegel. Da brauchen wir Ziegelsteine für. Haben wir überhaupt noch Ziegelsteine? Nee. Müssen das hergestellt werden. Okay. Ja, dann würde ich sagen, Brotproduktion. Wasser. Ja, würde ich sagen, Wasserpumpe machen wir als nächstes. Oh, ernt er? Doch, hier, Flachs. Da, die kaiserliche Farbe. Flachs. Guck mal, das endet. Ist ja jetzt doch schon so weit. Ja, guck mal. Jetzt machen wir ja gerade Wasserpumpe. Bienenzucht, Hühnerfarm, Kochen. Ach du meine Güte. Ich will gern Bogen. Was muss ich dafür tun, um Bogen zu erforschen? Bienenzucht, Hühnerfarm. Das beides muss erforscht werden. Neue Rezepte. Bogensehne. Sorgt für Spannung. Okay. Bienenwachs. Ach du meine Güte. Lehmziege. Ach du meine Güte. Und das hier müssen wir auch haben. Hühnerfarm. Pfeile. Ah, okay. Ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Huch. Machen wir die Pfeile wahrscheinlich Federn. Und die Sehne muss. Ja. Das macht keinen Spaß. Immer die Grünen kommen durch. Da muss ich echt zusehen, ne? Wieso habt ihr keine Nägel? Schaut doch mal hier. Mach mal hier ein Stack Nägel. So, zack. Ist gebongt. So. Hatten wir nicht mal 1000 Punkte gehabt? Kapazität wurde nicht erhöht. Hm. Was sagt er gerade hier? Eine Forschung kann abgeschlossen werden. Wasserpumpe. Ja, mach mal abschließen. Spezielle Ausgrabung. Schalte die Spezielle für den Erbauer frei. Okay. Ach, du Schande. Benötigte Technologie wäre ein Brot. Das wäre in beiden Fällen Brot. Das hier, dafür brauchen wir Kolonie. Ach, du Schande, ich muss hier drauf. Ach so. Ach, manche sagen, benötigen auch noch Kolonie-Points. Wie assig ist das denn? So, dann schalten wir Brotproduktion frei. Ja, machen wir Brotproduktion. So. Das ist ja kacke. Wir brauchen dafür ja auch noch Brot. Quatsch hier, Ich
Tust du da unten mal was? Hä? Hast du irgendwie schlecht Seewasser gesoffen oder was? Kann abgeschlossen werden. Brot. Okay. Ah, ich weite jetzt mal besser etwas nach hinten. So. Ach, guck mal, nun macht der Flachshammer hier auch voll. Ja, ist mal besser, wenn die auch so einen größeren Bogen zum Schießen haben. Ah, guck mal, nun wäre jetzt echt eine Menge Grüne, ne? Also schon heavy. Yep. Okay, Brot kann abgeschlossen werden. Gut. Da ist nächstes Hühnerfarm. Ach, guck mal, konnten wir sofort auswählen. Ach, Schneiderei muss ich jetzt hier auch noch machen. So. So, das Tolle, was ich jetzt machen kann, ich kann jetzt für die Nahrung Getreide, nee. Doch, wir machen einfach Getreidefelder. Zack. Einfach Getreidefelder, die werden wir nämlich auch brauchen. Das hat nämlich einen sehr guten Grund. Einfach Gerste. So. Achso, ja, stimmt, ja. Ihr müsst ja dafür weichen. Huch. Warte mal, das war jetzt nicht der Plan. Da. Nee, Quatsch, da. Einmal weg damit. So. Ah ja, dafür müssen wir uns erstmal Koloniepunkte anspannen. Das ist ja der Hammer. Was können wir denn mit der Koloniepunkte von 2000 brauchen wir schon? Von 50 auf 75, also plus 25. So. So. Steindingsschleuder haben wir genug. Oh, es wird also noch richtig krass hier. Und würde sagen, ja Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich sagen, hinterlasst doch gerne mal einen Kommentar oder eine Bewertung da. Und würde mich ansonsten darüber freuen. Und wenn ihr Bock habt, hier noch mehr von dieser, ja, Warnte-Zombie-Belagerungsfolge zu sehen, würde ich fast schon sagen, wie das hier leider der Fall ist. Würde ich sagen, hinterlasst ein Abo, da verpasst die neueste Folge nicht, denn jeden Tag wird um 18 Uhr immer eine neue erscheinen. Und würde sagen, ja. Bis zum nächsten Mal bei dieser Zombie-Belagerungsmethode bei Colony Survival. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.